Fitness ist nicht nur das Motto unserer Sendung. Für viele Deutsche ist der Studiobesuch ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. In Europa sind wir sogar Spitzenreiter. Nirgendwo trainieren so viele Menschen in Fitnessstudios wie in Deutschland. Gewichte stemmen, Aerobic-Kurse oder auf dem Laufband hecheln. So sieht das Standardprogramm der Studios aus. Vielleicht nicht mehr lange. Denn auf der FIBO, der Fitness- und Bodybuilding-Messe, wurden an diesem Wochenende in Essen die Fitnessgeräte von morgen vorgestellt. Geräte, mit denen man fast von ganz alleine fit werden kann. Gesa Dankwert hat sich auf der FIBO umgeschaut. Ein Fahrrad? Nicht gerade innovativ. Und auch nicht ganz richtig, denn dies ist ein Indoor-Snike. Das Hinterrad wird quasi mit dem Po gelenkt. Der ganze Körper dabei trainiert. Durch die Drehbewegung wird besonders die Rumpfmuskulatur gestärkt. Und das Snike kann noch viel mehr. Fitness heißt nicht nur Kraft und Ausdauer, sondern auch Koordination. Und die kann man mit diesem Gerät, mit dem Snike, wunderbar auf spielerische Art und Weise trainieren. Das heißt, das Zusammenspiel zwischen Kopf und dem Körper. Man bekommt gleichzeitig noch ein schönes Rückenmuskeltraining, also eine wunderbare Sache. Gleichzeitig wird auch die Ausdauer gefordert. Wie man auch an meiner Stimme hören kann, ist also recht anstrengend.